Herzlich willkommen zu Part 2 von unserem Bunker. Heute ist nicht besser, ich hatte lange Schule. Aber jetzt wird langsam dunkel, es ist Power, würde ich sagen, legen wir los. Update. Das Loch ist einiges tiefer, wir sind bei 51 cm. Es wird immer dunkler. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Auf jeden Fall habe ich hier einen Pavillon. Hat mein Vater mir morgen, wie ich in der Schule war, aufgebaut. Weil es irgendwann geregnet hat und wir wollten kein Schlamm im Loch. Wir haben zwar mit der Schubkarre abgedeckt, aber ja, es windet auch, deswegen hier unten habe ich dann auch Regenschutz, falls es regnet und das Loch bleibt trocken. Ja. So viel dazu. Ich habe das, ihr besser seht, den Blitz angemacht. Ja. Der Haufen mit Aushub füllt sich auch langsam. Also immer und immer mehr. Dann kann ich mal kurz im Loch zeigen. Hier ist eine Menge loses Zeug. Das kommt raus. Ich sehe übrigens schon wieder so aus. Und ja. Aber ganz schön mal jetzt schon. Die blaue Stunde. Hammer, oder? Sonne ist schon weg. Ich feier's. Ich bin heute mal im Alleingang. Tim ist, findest du heute nicht. Da oben ist schon der Mond. Geil. Findest du heute nicht da. Da kommt ja wieder am Wochenende. Bin ich heute alleine. Morgen könnte ich übrigens nach der Schule wieder auf Teil 2 freuen, auch wieder ein bisschen später, weil ich noch was für Französisch lernen muss. Das geht dann auch gerade mal vor, anstatt diesen Bunker hier zu bauen. Da geht Schule halt mal vor. Falls meine Lehrerin sieht, sie haben es ja jetzt gemerkt. Schule geht in dem Fall vor. Ja. Und meine Deutschlehrerin, das Labbook ist auch bald fertig. Ich habe schon wieder viel zu viel Kacke. Weiter geht's. Leute, ein paar Minuten später, hab gerade noch ein bisschen ausgehoben. Der Mond ist schon da. Da. Hier. Ich glaube, ihr seht es. Also, ja, das heißt,
Werkzeuge wegräumen und dann geht's rein. Ja. Würde ich sagen, war's das mit dem zweiten Teil vom Bunker. Morgen gibt's Teil 3 nach der Schule, wie gesagt. Freut euch aufs Wochenende. Da wird's richtig krass zum Schläfchen wieder hier. Das heißt, 2 Tage komplett am Bunker arbeiten. Das wird geil. Ziehen wir mal richtig durch von morgens bis abends. Mittagessen vielleicht, aber ja. Ich packe jetzt hier alles zusammen, mache noch die letzte Schubkarre weg. Und würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Peace.